So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nicht grisseligen Folge von Factorio mit mir, Karosim. Hey. Ja, eigentlich wollte ich jetzt schon viel, viel weiter sein und euch so einiges gezeigt haben und gemacht haben und auch viel. Ich habe ja auch wirklich viel getan. Und es ist alles gruselig geworden. Zumal wir wirklich hier einiges erreicht haben, kann ich sagen. Vor allen Dingen sind wir in die Zeitalter der Roboter eingestiegen und können jetzt Sachen mit Robotern bauen, haben Blueprints, den ich gerade mal eben hier wieder draufsetze. Dass der mir da auch, ne, das Richtige tut. Und ich sehe gerade auch, dass ich hier Eisenerz drin habe, wofür auch immer. Eisenerz im Stein. Was haben wir noch? Ich habe auch Kupfer und Kohle wieder für gar nichts dabei. Das müssen wir erstmal. Da muss erstmal ein bisschen aufgeräumt werden. So, und jetzt sehe ich, dass wir hier einen riesen ellenlangen Transportbelt haben. Der Plastik hier reinbringen sollte. Jawohl, den habe ich nämlich hier weggeschoben. Der ist nämlich aktuell gar nicht aktiv, wie ich sehe. Das müssen wir natürlich ändern. Und wir merken jetzt so langsam, dass wir Probleme mit dem Eisen bekommen. Also, es ist. Die Transportwege sind nicht voll. Das ist schade. Da muss dringend was passieren. Vor allen Dingen, weil wir auch da oben nicht genügend herstellen. Das sehe ich so schon. Und ja, dann würde ich sagen, sollten wir uns jetzt mal so langsam in Richtung Züge begeben. Züge, 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 Züge. Züge sind nämlich richtig cool. Haben wir dafür eigentlich, haben wir jetzt ein Steinvorkommen dafür mal angefangen? Da oben ist noch eins, das können wir damit mal tappen. So. Hier Kohle ist massenhaft da, das ist gut. Aber hier gehen auch die ersten jetzt leer, der hat nichts mehr an Ressourcen. Gar nicht. Die haben wir alle noch. Hat auch nicht mehr so viel, aber ist auch nicht schlimm. Die produzieren das schon. So, wie können wir das denn hier mal schnell tappen? Ich würde sagen, so. So. Volle Pulle mit 6 Mal einander dran und gib ihm. Und da ist Laserturm Feuerrate 4 fertig geworden. Was kann ich denn dann nochmal erforschen? Brauchen wir noch keine Alien Science verbrauchen? Alien, Alien, Alien. Da brauchen wir noch nicht. Schrotflintenfeuerrate. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass wir noch nicht sonderlich viel Alien Science haben. Und ich habe keinen gelben Transport mehr. Ja. Bringt mir davon doch mal was. Meine lieben Roboter. Wo sind denn eigentlich die Roboports? Da ist das Netzwerk. Und jetzt hänge ich in Pipes fest. Jawohl. Plastik wird jetzt auch wieder hierhin transportiert in großen und rauen Mengen. Und unsere Circuit Line ist tatsächlich mal voll. Wir produzieren ausreichend Electronic Circuits. Das ist ja sagenhaft. Das ist überall voll. Das ist ja der Hammer. Das habe ich ja noch nie geschafft. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in einer der letzten Folgen hier diesen Splitter eingebaut haben, der die zweite Assembly Line damit versorgt. Aber wie ich hier auch sehe, haben wir hier sowieso noch ein Problem, weil das Eisen da hinten überhaupt nicht ankommt. Es kommt zwar Eisen, aber das kommt auch jetzt da hinten nicht an, weil wir nicht genügend produzieren.
Irgendwie habe ich nichts anderes erwartet als das, dass wir jetzt Eisenprobleme bekommen. Zumal hier jetzt ja auch massig Eisen in die Stahlproduktion rüber geht, weil wir die erhöht haben. Und die verbrauchen wirklich extrem viel Eisen. Und hier geht nicht viel Eisen an, wie man sieht. Da kommt nicht viel an. Dann gehen wir doch mal zum neuen Eisenpunkt, den ich erschlossen habe. Der ist auch schon komplett getappt, ja. Der holt sich schon das Maximum raus. Und der hier hat schon nichts mehr. Das ist natürlich blöd. Und der da oben hat schon auch nichts mehr. Und der auch nicht. Der. Boah, wie verbrauchen ist das? Das ist ja unmenschlich. Das geht ja überhaupt nicht. Meine Fresse. Gibt es noch ein Kupfervorkommen? Sollen wir mal gucken? Da wäre noch Eisen. Und da werden wir angegriffen gerade. Oh je, oh je, oh je. Hinten am neuen Außenposten, wo neu geschmolzen wird. Das heißt, die lassen gerade teure Sachen explodieren. Das finde ich nicht gut. Oder sie wollten. Haben sie aber nicht. Sind nämlich direkt draufgegangen. Sehr schön. Okay, ich denke, wir brauchen hier eine weitere Defense. Dafür habe ich doch. Habe ich dafür? Nein, ich habe dafür noch keinen Blueprint. Dann produzieren wir uns dafür mal ein. Jo, dafür muss er jetzt einen Advanced Circuit bauen. Das ist ja wohl mal absolute Sauerei. Ich möchte eigentlich diese Außenposten hier nicht weiter verwenden, weil die nicht so gut sind. Jegliche anderen Außenposten sind nun mal einfach besser. Klar, man kommt damit über die Runden, aber man hat immer noch das Problem, dass hier Lücken sind und da können die einfach durchschlüpfen. Das ist Mist. So, uns fehlen Mauern. Weil die sich nicht in Logistikreichweite befinden. Haben wir denn Roboports? Ja, wir haben sogar. So, da bin ich wieder. Da klingelt es dann gerade an der Türe. Da kann man natürlich nicht viel gegen tun. Und jetzt gucken wir mal. Das Optimum hier wäre hier dieser Spot. Das wäre der bestmögliche Punkt, wo wir den hinstellen könnten. Dafür müsste ich das Eisen umleiten. Zumal von da oben ja sowieso nichts mehr kommt, ne? Nö. Okay, das ist ja schon mal gut, dass wir das wissen. Aber warum machen wir das eigentlich so? Ich habe hier schon Construction-Reichweite, richtig? So, jetzt haben wir da einen neuen Außenposten. Und dann kann ich nämlich diesen Plan nehmen und alles hier abreißen lassen. Das ist viel besser. Aber wofür haben wir unsere teuren Roboter? Damit die mir helfen. Das hier noch weg. Das hier kann auch nicht kann. Ja, komplett weg. Und der kann auch komplett weg. So. Das ist ziemlich cool. Jetzt bauen die das alles ab und lagern das ein. Das ist echt ein geniales Systemchen. So. Was hatte ich gesagt? Das Optimum wäre, den hier hinzustellen, richtig?
Hier. Genau. Okay, das lässt sich ja soweit bewerkstelligen. Dann müssen wir mal eben das Eisen hier aufhalten. So, der Roboport. Normalerweise. Ich will diese Stelle suchen. Dahin. Optimalste Stelle für dieses Teil. Dann brauchen wir ein bisschen Untergrundtransportbällchen. Und zwar nach da. Und ein bisschen was nach hier. Und hier machen wir diesen. Und leiten das hier so hier unten rum. Das ist zwar nicht so effizient, aber das ist sowieso nicht die effiziente Stelle hier. Die wird sowieso irgendwann im ganzen Netzwerk reichen, denke ich. Dann holen wir uns doch mal die Roboports hier runter, das ist doch besser. So. Jetzt gibt es nämlich die Walls auch im Logistiknetzwerk, wenn ich das richtig sehe. Wobei, nee, das ist noch keine Chest. Packen wir hier mal eine Chest hin. Eine passive Providing Chest. Na, seht ihr, da kommen die Roboter angeflogen und holen jetzt da direkt aus dieser Provider Chest Walls raus. Und düsen hier hinten hin und bauen die ganzen Walls dahin. So wie das geplant war. Das ist ziemlich geil, dass die das können. Also, das ist echt so eine Sache, die mir sehr gut an dem Spiel gefällt. Dass man wirklich so weit in die Automatisierung gehen kann. So, und hier ist es mir irgendwie zu dunkel. Deswegen machen wir hier mal ein paar Lämpchen hin. Damit wir das mal hier ein bisschen aufgehellt kriegen, das ist nämlich recht wenig, was wir hier sehen. Jawohl, wir sind auch schon wieder gut unterwegs. Was hatte ich jetzt gesagt? Da oben wäre tatsächlich auch noch ein kleines Eisenvorkommen, was ich schnell tappen kann. Da auch. Und das auch. Aber das andere würde ich mit Zügen machen. Machen wir erstmal die kleinen Vorkommen. Gucken, ob wir vielleicht sogar hier mit Robots hingehen können. Das wäre ja so ziemlich genial, würde ich mal sagen. Und da rechts werden Viecher abgeschossen, wenn ihr das leicht so im Augenwinkel seht. Jawohl, so. Dann kann ich nämlich die hier mal die ganzen Sachen hier abbauen lassen. Dann kann ich hier das ganze Holz mal absetzen. Das will ich nämlich hier alles gar nicht haben. Aber wir haben hier jetzt gerade nicht genügend Strom. Können wir uns denn überhaupt noch leisten? Schadenserhöhung, Schutzturm. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel. Aber wir müssen hier jetzt mal eben für Strom sorgen. Jetzt haben wir den Roboport mitgenommen. Das ist ja auch geil. Weil ich Depp denen gesagt habe, die sollen ihn abbauen. Dann ist er jetzt gerade hier auch noch zu einem separaten Netzwerk geworden. Meine Güte, jetzt will's aber heute, so. Jetzt aber. So, dann binden wir das hier mal an. So.
Dann ziehe ich immer schön da dran. Und gehen hier so schön dran. Ja, dann haben wir hier den Splitter. Der dann quasi hier mitarbeitet und gut ist. Zack. Und da habe ich genau den Roboport getroffen. Ich bin heute echt exquisit, könnte man sagen. Stellen wir den einfach mal ein bisschen zur Seite. Funktioniert ja auch so. Guck mal, der bringt mir einen Roboport. Wollte er zumindest. Wo werde ich angegriffen? Da. Okay, das waren aber jetzt nur Türme, die da in Angriff waren. Richtig? Wieso haben wir schon wieder... Ich habe schon wieder keinen Transportbelt. Das ist unfassbar. Da wird anscheinend nicht genügend von hergestellt, weil wir nicht genügend Eisen haben. Oder kann ich mir das einfach noch nicht... Das ist doch... Ich kann mir das doch anbieten lassen hier. Aber das ist nicht im Netzwerk. Ach so, ich verstehe. Alles klar. Nächste Schadenserhöhung. Nehmen wir hier mal ein bisschen was draus mit. Und zwar so 200. Das werden wir auch brauchen. Und dann muss ich mal gerade gucken. Wie ist denn das hier mit den Roboports? Die Malstunde der da, aber wir stellen den einfach mal hier ein bisschen runter. Wie ist das nämlich jetzt alles auf einmal im Netzwerk? Und dann seht ihr, jetzt können wir die ganzen kleinen Roboterchen an und wollen mir jetzt Sachen bringen. Und zwar zum Beispiel die ganzen Lampen. Und fertig. Und schon habe ich 50 Lampen. Und kann hier mal ausleuchten. Und da wollte ich nämlich eigentlich vorhin da die eine Furnace Area ausleuchten. Vor allen Dingen, es ist einfach nur so vernünftig. Es ist so sinnvoll, auch die zu nutzen, weil sie sind einfach so schnell und das funktioniert sehr gut und man kann mit denen gut arbeiten, mit den Robotern. Und deswegen machen wir das hier jetzt auch in sehr, sehr großem Stilchen wieder. Weil kleine Sachen, damit gebe ich mich gar nicht erst ab. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen wir hier auch drunter durch. Aber das geht nicht. Gut. Dann machen wir das halt so und leiten das Ganze hier so dran vorbei. Spalten das dann hier schön rein. Mit einem Redsplitter. Habe ich den überhaupt? Nein, habe ich natürlich nicht. Und die kann ich, habe ich glaube ich auch noch nicht im Netzwerk drin. Gut, den produzieren wir dann jetzt gerade erstmal. Brauche ich ja erst gleich. Jetzt nehme ich jetzt mal den nächsten Eisenaußenposten anbinden. Nehmen wir hier mal ein bisschen Licht auf. So. Grid-System. Ich stelle mal noch ein paar Lampen hinzu. Zack, zack.
Und hier auch. Dann ist das Ganze erstmal safe. Und dann stellen wir hier einen hin. Und da stellen wir auch einen hin. Und dann fangen die Roboterchen wieder an zu piepen. Stehe ich da auch noch einen hin. Und zwar fehlen mir 30 Laser. Oh je. Jetzt geht der Laserproblem. Das Laserproblemchen los. So, dann produzieren wir uns hier mal noch einen so einen Untergrunddingsbums. Ach ja, das dauert immer so ein bisschen. N. Machen wir das so. Und da wird ja Stein abgebaut. Das geht ja gar nicht. Na. Wer baut denn da Stein ab? Kommt denn da Stein her? Irgendeiner von denen hat Stein in seinem Einflussbereich. Ja, die hier oben, okay. Das müssen wir selbstverständlich rausfiltern, das geht so gar nicht. Das da ist Stein. Okay. Das geht natürlich überhaupt nicht. Deswegen machen wir uns hier mal eine kleine Umsetzungs-Area. Wo dann mit Stahlkisten. Und zwar 1, 2, 3, 4 machen wir mal. Und hier auch 1, 2, 3, 4. Und 5. Und zwar geht hier, also es müssen Smarts werden. Die kann dazwischen nicht durchlaufen, das mega ätzend. So, dann haben wir die hier. Diese 4 Inseriere. Die hier arbeiten. Und zwar so. Und zwar, dass die dann auch noch das hier machen. Und dann wird in den zwei unteren Kisten der hier nimmt nur Stein an. Genauso wie der. Und die hier nehmen nur Eisenerz an. Und dann müssen wir die jetzt nur noch mit Strom versorgen. Dann sollte das gehen. Aber wird das nicht schnell genug sein? Das sehe ich jetzt schon. So, gucken, dass wir schnell genug das Eisen da abgepuffert kriegen, also dass das rausgenommen wird. Damit sich das, ja, es bildet sich eigentlich gar nicht unten.
Das geht so schnell jetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was ich machen könnte, ist hier das beschleunigen. So. Und dann bauen wir da jetzt noch einen schnellen hin. Der bremst uns nämlich ein bisschen und dann haben wir da jetzt erstmal kein Problem. Aber dann wird sich hier der Stein auch rausfiltern. Ja, und ich denke, das ist dann jetzt wirklich nicht problematisch. Wo ich denn jetzt den da? So. Ich denke, das war's dann aber auch erstmal wieder für diese Folge. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Und deswegen sage ich bis dahin. Euer Karo 7.